Also wir haben hier eine ADAS-Solution, um auf die Daten innerhalb des Fahrzeugs zuzugreifen und diese in einem Rechner abzuspeichern. Hier ist ein Fahrzeug ausgestattet mit 4 Kameras, vorne, hinten, rechts und links. Die Kameras sind die Sensoren für das Fahrzeug und sie erfassen die Umgebung. Die Videostreams werden dann übertragen an die ECU bzw. an das Steuergerät, der die richtige Entscheidung im Nachhinein treffen muss und zum Beispiel zum Bremssystem ein neues Kommando zu schicken muss, bremsen einfach oder zum Motor einfach beschleunigen. Das ist das Steuergerät in der Mitte und der soll halt diese Daten verarbeiten und die richtige Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung wird dann über das Netzwerk weitergeleitet zum Bremssystem zum Beispiel, um zu bremsen oder um zu beschleunigen und so weiter und so fort. So. Nun wünscht sich ein Automobilhersteller oder ein Zulieferer auf diese Daten zuzugreifen, um herauszufinden, ob diese Daten korrupt sind, rechtzeitig angekommen sind und so weiter und so fort. Ob das künstlich intelligentes, basiertes Algorithmus auch die richtige Entscheidung getroffen hat. Und hierfür müssen die Sensordaten als auch die Daten innerhalb des ECUs abgespeichert werden und im Background auch verarbeitet werden, ja, visualisiert und so weiter und so fort. Und hierfür bieten wir eine Hardware, das ist das sogenannte GETK-P, GICHT. Steht für Multigigabit, ETK ist ein Emulator-Tastkopf und P steht für PCI Express-Schnittstelle. Wozu braucht man so ein GTK? Man könnte sagen, man könnte auf die ECU zugreifen und die Daten direkt in einem Rechner abspeichern. Allerdings würde das viel an die ECU-Last kosten, was Messung angeht. Und deswegen bieten wir das sogenannte GETK-P-Hardware. Und damit können wir auf die ECU zugreifen und eine CPU-Usage von unter 1% erreichen. Die Video-Streams werden zur ECU, zum Steuergerät, weitergeleitet und wir greifen mit dem GETK-P, unser Hardware, auf dem Steuergerät. Und wir übertragen alle Daten zum Rechner. Und wie man es hier sieht, mit dem ADTF-Tool könnte man die Sensordaten in Echtzeit auch visualisieren. Diese Daten stehen für die CPU-Usage zum Beispiel, sprich für die KPIs, für die Key-Performance-Indikatoren, ob sie, wie verhält sich denn der Rechner bei der Verarbeitung der Daten. Hier sieht man, dass wir mit dem GETK-P1 eine Übertragungsrate von etwa 600 Megabyte pro Sekunde erreichen können. So, wir greifen mit unserer Hardware GETK-P auf die ECU und wir übertragen die Daten mit etwa 600 Megabyte pro Sekunde weiter an dem Rechner, wo es abgespeichert wird und im Nachhinein anhand von dem ADTF-Tool visualisiert und konfiguriert. Es ist sehr wichtig, den Datenverkehr innerhalb von In-Vehicle-Netzwerk zuzugreifen und zu schauen, ob ein Datenverlust gibt, ob die Daten richtig verarbeitet wurden anhand von der ECU. Und deswegen müssen oder es wird erwünscht, auf dem Speicher von der ECU zuzugreifen, also vom Steuergerät, und die Daten zu extrahieren, zu transportieren zu einem Rechner, diese zu verarbeiten und zu visualisieren. Das könnte man mit unserem Hardware GETK-P erfassen. Der GETK-P ist ausgestattet mit 2 PCI Express Schnittstellen und der einmal zur ECU und einmal nach unten zum Rechner. Die Kamerasensoren erfassen die Umgebung von dem Fahrzeug, übertragen die Videostreams zum Steuergerät und wir greifen durch den GETK-P auf dem Steuergerät. Der GETK-P bietet 2 Schnittstellen, einmal PCI Express
zum Steuergerät und einmal ein PCI Express zum Rechner, wo die Daten abgespeichert werden, im Nachhinein noch visualisiert werden und konfiguriert werden.